Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Egglore. Wir haben im letzten Part aufgehört, als unser Ei schlüpfen wollte und ich würde sagen, wir lassen es jetzt schlüpfen. Na dann, was kommt wohl raus? Oh nein, wie süß! Oh, das ist ja cool. Das ist ja ein cooles Pokémon. Das ist so cool. Ja, ich möchte ihm einen Spitznamen geben. Aber welchen? Welchen Spitznamen gebe ich ihm dann? Hier, Namen. Ich kenne mich in dem, im Alphabet nicht aus. Keine Ahnung. So, ich hoffe, das ist richtig. Herzlichen Glückwunsch, das ist ein voll cooles Pokémon, danke. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So süß. Na gut. Dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Wir können jetzt die Insel verlassen. Wenn ich mich nicht irre. So, wo ist der Steg? Hallo? Hallo, Opi? Aha, da bist du ja wieder. Hast du den Brief abgegeben? Ach ja. Ich habe eine Nachricht von Mr. von der Devon Corporation erhalten. Er bittet dich, die Devon-Ware in der Werft von Kapitän Brick in Carfit Port City abzuliefern. Also, wohin darf ich dich mitnehmen? Ja, wohin wohl? Carfit Port City soll das sein? Anker gelichtet. Peko, mein Schatz, wir stechen in See. Yay. Yeah. Na dann, fahren wir mal. Schon angekommen. Ahoi, wir haben in Carfit Port City angelegt. Jetzt kannst du Kapitän Brick die Devon-Ware vorbeibringen. Ja, okay. Aber am Strand sind Trainer. Ich möchte nur meinen Glutexo nicht ganz vorne haben, wenn Wasser-Pokémon und Glutexo, das ist nicht so das Wahre. Ich kenne Häfen auf der ganzen weiten Welt, aber Carfit Port City hat den schönsten von allen. Oh ja. Das ist wahr. Oder so. Ich meine, es ist zwar nur ein Steg, aber okay. Tassilo. Tassilo. Mist. Es ist nicht der Pokémon-Typ, mit dem ich gerechnet hätte. Ja. Ja. Und? Was siehst du? Kannst du jetzt ins Herz von Pikachu sehen? Was siehst du Schönes in seinem Herzen? Blitz, Blitz, nein, nicht werfen! Bitte nicht! Bitte wirf nicht mein Pokémon. Pokémon werfen verboten. Ich finde, das Verbot sollte eingeführt werden. Pokémon werfen verboten. Hat er noch eins? Oh, wow. Und Level 2, 3, 4. Du bist die Beste. Ich weiß, danke. Dankeschön, hier ist ja nicht irgendwo ein Doppelkampf mit zwei Kindern. Hallo? Fliegt, Vögel! Hier ist doch irgendwo ein Doppelkampf mit zwei Kindern. Oder irre ich mich da, hey? Das ist für dich! Das wollte ich nicht unbedingt, aber... Ja, ich will nicht eure Dienerin sein. Was ist falsch mit euch? Dienerin. Ich hab Durst. Ich hätte Lust auf einen Sprudel im Strandhaus. Ja, das hatte ich auch. Durchaus. Günther? Günther. Ein sehr moderner Name. Der kommt bestimmt gerade wieder zurück. Das haben die Pokémon-Macher richtig erkannt. Oh, er hat ein Zitzers. Das ist aber, süß. Er hat es besser trainiert als so manche erwachsene Trainer. Zum Beispiel die Arena-Leiterin in der ersten Arena. Was ist falsch mit dir? Das hat voll viel Schaden gemacht. Oh nein, was soll denn die Scheiße, blödes Ding? Puh.
spüre die Macht. Hörst du wohl mit deiner scheiß Kopfnuss aus? So, so, da siehst du, was du davon hast. Kleines Kind. Ich mach dich dem Erdboden gleich. Was macht es da? Was hat es getan? Das finde ich nicht gut. So, tschüss. Ja. Oh, nochmal ein Level 17er Pokémon. Und Level 16. Und Level 5. Und Level 11. Furienschlag, was haben wir? Okay, Silberblick kann weg dafür. Das ist okay. Ja, ja. Oh. Wie viel wenig Geld hat der Typ mir gerade gegeben? Scheiß Kind. Habe ich keinen Trank mehr? Doch. Ihr Pikachu. Ich könnte eigentlich auch in die nächste Stadt gehen zum Pokémon Center, aber... Nee. Nee. So sehe ich aus, als würde ich in die nächste Stadt ins Pokémon Center gehen. Hallo? Ihr wollt kämpfen? Hey, ich bekomme noch was von dir. Ich bin der Besitzer des Strandhauses. Du kannst Mr. Mare zu mir sagen. Ich liebe nichts mehr, als heißen Pokémon kämpfen zuzusehen. Zeig mir, wie heiß dein Herz lodert. Wenn du alle Trainer besiegen kannst, werde ich dich belohnen. Okay. Langweilige Kämpfe sind reine Zeitverschwendung. Es sind die leidenschaftlichen, feurigen Kämpfe, die Trainer und Pokémon weiterbringen. Ja, bin ich auch. Cordelia. Cordula. Fast. Ist ja das Gleiche. Pika. Mein Digga. Los, Grilles. Oh. Das war nur ein Crit. Warum haben die eigentlich Level 15? Warum sind meine Pokémon so unterlevelt? Ich war vorhin viel stärker als der Arena-Leiter und plötzlich... Was ist passiert? Hm. Level 6. Schön. Da war Feuer drin. Ja, danke oder so. Und der nächste. Hallihallo. Wenn du Lust auf einen heißen Kampf hast, bist du bei mir genau richtig. Reto. Kreativer Name. Retro. Retro. Er heißt einfach Retro. Oh wow, das Tentara kriegst du doch hin, oder Pikachu? Nicht wirklich. Ey, du Arsch. Was soll denn das? Was ist los mit dir? Was sollen denn die giftigen Stacheln für mein Pokémon? Was haben die Katzen getan? Irgendwas ist umgefallen. Und ein Macholo. Ja, da wechsle ich mal lieber aus. So. Das Pokémon, das alles aushält. Los. Nein, vergiftet. Oh nein. Was soll denn das? Was soll denn das? Seit wann legen denn so Trainer-Noobs Stacheln aus, ha? Was denkt er sich? So, nochmal. Tschüss. Jetzt muss ich mein Pokémon von der Vergiftung heilen. Oh wow, Level Up. Cool. Und noch eins. Das war auf jeden Fall ein heißer Kampf. Dass ich den verloren habe, kann ich gut verkraften. Ja? Kannst du das? Sicher. Ach, wir haben doch so viele Piercy. Ja, genau dem Pokémon wollte ich das geben, Spiel. Hast du richtig erkannt. Danke. Hilfe! Ich zeig dir jetzt mal, wie toll meine Pokémon sind. Aber nicht, dass du mir dann gleich losholst. Was? Was ist das für ein kleines Kind? Was? Es ist kleiner als ein Schwimmreif. Es soll mal. Es soll mal schön still sein.
Oh, wie süß. Es wird mir eine Freude sein, das zu donnerschocken. Oh, macht das wenig Schaden. Ja, nass mache. Ich meine, da steht ein Feuer-Pokémon vor dir. Ich meine, Pikachu, es hat die Farben des Feuers. Gelb. Und nicht Elektrofarben oder so. Oh, wie süß. Tschüss. Tschüss, Sature. Es tut mir so leid. Ich wette, das Kind weint jetzt los. Ich habe verloren. Ich werde nicht an. Dass die einem nur so wenig Geld geben, die blöden Kinder. Deine Eltern lieben dich nicht, wenn sie dir nur so wenig Geld geben. Jetzt runter da. Wir haben anderes zu tun. Bin ich schon fertig? Wollt ihr noch kämpfen? Ich warte hier schon ewig auf mein Essen. Das verhagelt mir meine Laune aber mal richtig. Ja, ich glaube, sie will kämpfen. Halbstark, Kati. Oh, was hast du denn da dabei? Das ist aber ungewöhnlich. Na gut, dann kämpfen wir mal, würde ich sagen. Macht einfach gar keinen Schaden. Und es ist polarisiert. Und nochmal. Und es trifft trotzdem noch. Was soll das? Oh, was wolltest du machen, Schutzschild? Wie wenig Schaden Pikachu einfach da dran nur macht. Schon wieder. Ja, zweimal paralysiert hintereinander. Das ist so gerecht. Tschüss, Zubiris. Level up. Level 18. Cool, cool. Donnerwelle. Oh, oh, schön. Ich glaube, das ist besser als Bitterkuss. Ehrlich. Level 8. Level 12. Ich will was essen. Jetzt! Aha. Na gut. Wie geht's denn unserem Pokémon? Level 8 ist es schon. Pikachu kann aber nicht vorne bleiben. Warum habe ich dann weggedrückt? Manchmal, ne? Na du? Willst du kämpfen? Oh, oh nein! Geschmolzen, mein Eis. Was? Dein Eis ist geschmolzen? Oh nein. So, du? Ich bin jetzt fertig. Da waren wirklich brandheiße Pokémon-Kämpfe. Ich bin mehr als zufrieden. Als Dankeschön möchte ich dir ein Geschenk machen. Hier hast du 6 Flaschen Sprudel. Wow. Und mit dieser Errungenschaft würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut morgen auf jeden Fall wieder vorbei. Bis dahin macht's gut und tschüss.